Im Schloss Grafeneck wurde am Montag, den 27. Jänner, bereits zum 16. Mal der Top-Wirt des Jahres 2014 aus Niederösterreich gekürt. Die Einsteiger des Jahres 2014 werden Michael und Dagmar Galler aus Klosterneuburg. Erfreut und hochmotiviert zeigt sich auch das Paar danach. Es beflügelt, es motiviert und wir wissen, dass wir am richtigen Weg sind und werden so weitermachen oder eben noch besser werden. Wir haben kein Geheimnis, wir haben eine Idee und wir haben einen Weg eingeschlagen und hoffen, dass das der richtige Weg ist. Die Erwartungen des Gastes zu übertreffen und das jeden Tag. Im 20-jährigen Jubiläum bekommt die Wirtshauskultur auch ein neues Gesicht in der Person von Maria Magdalena Huber. Ist sie, das ist das Gesicht, dann auch die Stimme am Telefon vielleicht? Für alle Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden wird es ja kaum geben, nehme ich an, aber für alles, was Ihnen so am Herzen liegt. Sie hat beste Voraussetzungen, die Wirtshauskultur zu schupfen, denn? Also ich stamme auch aus einer Wirtefamilie, meine Eltern haben einen Betrieb, auch schon die Urgroßeltern, also ich bin im Wirtshaus aufgewachsen und ich freue mich halt auf meine Aufgabe und auf heuer 20 Jahre Wirtshauskultur, kann es kaum erwarten. Nach dem Einsteiger kommen die Aufsteiger des Jahres 2014. Josef und Monika Haag mit ihrem Stadtwirtshaus-Hopferl in Gmünd. Ja, und was ist Ihr Geheimnis? Mit einem Mann, mit dem man an einem Strang zieht, kann gar nichts mehr passieren. Ganz einfach. Auch gut gemeinte Tipps für die Wirtsleute hat Professor Christoph Madl gerne parat. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Wirt auch selbst seine Auszeit definiert, dass der Ruhetag wirklich verwendet wird. Viele Wirte machen ein oder sehr oft schon zwei Ruhetage, bewusst auch aus dem Grund, dass er nicht nur zum Einkauf und zur, sage ich jetzt einmal, verschiedenen Aktivitäten und administrativen Tätigkeiten gewidmet ist, sondern dass also hier auch wirklich der Wirt zumindest an einem Tag pro Woche ordentlich ausspannen kann, um wieder neue Energie zu sammeln, um für die Gäste als Gastgeber gerüstet zu sein. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ein Wirt auch seine innere Balance hat und sich auf seine Gäste freut. Und das gelingt also nur, wenn auch ein Wirt auch sein Privatleben führt. Top-Wirt des Jahres 2014, Landgasthof zur Linde in Laden. Gratulation für die beste Balance und Ausgeglichenheit zum Sieg geht an die Top-Wirtin Gerti Geidl mit ihrem Mann Robert und dem Landgasthof zur Linde in Laden im schönen Wienerwald. Ja, es ist eine ganz tolle Demonstration der niederösterreichischen Wirte. Erst einmal, dass es so viele gibt, die bei der Wirtshauskultur sind und dass der Beste gewonnen hat. Aber es ist ja nicht so, es hat ja sehr viele Vorgeschlagene gegeben und jeder wäre würdig gewesen. Aber es kann nur einer gewinnen, so wie beim Skifahren kann auch nur einer gewinnen. Mit der Wahl sind wir voll zufrieden. Es ist gerecht. Ein wirklich gelungener Abend klingt fröhlich aus. Und wir dürfen auch erfahren, wie lustige Wirtinnen aus dem Waldviertel so ihre Freizeit verbringen. Ja, für uns eigentlich einmal ganz angenehm, da wir mal selber bedient werden, ja, verwöhnt werden und dass wir mal selber ein bisschen feiern können. Und natürlich trifft man wieder alle Bekannten, das ist ja ganz schön, man kann sich austauschen, man kann ein bisschen reden über dieses und jenes und ich finde einfach eine tolle Feier. Ja, und dort, wo es lustig ist, ist natürlich der Robert nicht weit. Du hast ja heute den Preis mitgenommen, diesen begehrten Preis zum Wirten des Jahres 2014. Wie geht's dir denn jetzt? Ja, jetzt schön langsam erfangen wir uns von diesem Schock, freudigen Schock. Ja. Wir freuen uns sehr, dass wir heuer zum Top-Wirt des Jahres 2014 es geschafft haben zu werden und werden weiter so tun wie bisher, einfach unsere Qualität und unsere Kunden verwöhnen und unsere Stammkunden auf das Besondere wieder betreuen. Da sind wirklich nicht nur die besten Wirten, da sind auch die liebsten Wirten beieinander. Und das ist wirklich ein einzigartiger Abend durch diese hervorragenden Wirten. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wie immer eine Top-Wirt-Veranstaltung. Und Top-Wirt sagt eh schon alles. Liebe Leute, die wirklich viel kennen und die einfach einen Weltklasse-Abend machen. Zu schönen.